Hi und willkommen zurück zu Gothic 2, Folge 60. Und wir sind in, wie heißt das, Jakenda? Add-on World, okay. Wir sind im Add-on. Und haben bisher nur mit den Leuten hier gesprochen, also mit den Wassermagiern. Und wir schauen jetzt hier einfach mal so rum, was hier denn alles so ist. Die haben schon gesagt, dass wir ein bisschen aufpassen sollen, weil es hier ganz schön gefährlich ist. Also ich bin mal gespannt, ob das stimmt. Das, was ich eigentlich gleich jetzt erstmal ausprobieren möchte, ist, hier hochzugehen. Und ich habe das Gefühl, dass ich es bereuen werde, aber wir probieren es einfach mal. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Also gestern habe ich schon ziemlich viele Folgen aufgenommen. Und ich wollte heute aber unbedingt gleich weitermachen. Und jetzt habe ich aber leider ein bisschen Halsschmerzen. Ich hoffe, dass meine Stimme trotzdem durchhält, weil bisher bin ich, glaube ich, noch nicht so richtig heiser. Also, ich hoffe mal, das bleibt so, wenn ich ordentlich Tee trinke. Okay, hier oben scheint irgendwie, außer ein paar Pflanzen, nicht so viel zu sein. Außer eine mega, viel, mega schöne Aussicht. Sehr hübsch. So, hier nach unten können wir auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob wir dann wieder nach unten kommen. Deswegen würde ich erstmal nach oben gehen und gucken, wie weit wir kommen. Und dann am Ende dort nach unten. Aber was man hier auf jeden Fall schon merkt, ist, dass noch ein bisschen mehr versteckt ist irgendwie. Vielleicht ist es dann doch ganz nützlich, das Irrlicht auch öfter einzusetzen. Oder vielleicht bekomme ich es auch einfach sonst nicht mit. Kann auch sein. Vielleicht ist ja auch dort, wo wir immer waren, so viel versteckt und ich bekomme einfach das alles gar nicht mit. Da denke ich immer an den Stream von Andy. Der hat mal ungefähr irgendwie 1,5 Stunden, wenn nicht sogar länger, rumprobiert und versucht, auf einen Berg irgendwie zu kommen, nur um da ein Easter Egg zu sehen. Also da war, glaube ich, auch, ich glaube, da konnte man auch gar nichts aufsammeln. Ich glaube, da stand nur irgendetwas. Also ich will jetzt nicht spoilern, was da stand. Ich weiß es noch, aber er findet es selber heraus. Und er wirklich echt lange versucht, da hochzukommen. Irgendwann hat er es geschafft, nur um sich dieses Easter Egg anzuschauen. Ich warte übrigens nur darauf, dass hier gleich irgendetwas kommt. Wieder von oben, wie bei den Varanen. Na, nicht schlecht. Da steht jemand. Alligator Jack. Okay. Oh, Nefarius sehen wir hier auch noch in dem Bereich. Ist ja cool. Naja, aber zu dem wollen wir jetzt noch nicht. Deswegen gehe ich mal hier runter. Ich möchte mich hier oben erstmal noch umsehen. Beziehungsweise, also wir müssen eigentlich schon einmal probieren, gegen diese Steinwesen zu kämpfen. Aber bisher habe ich mich hier einfach dran vorbeigemogelt.
Aber ich glaube, wir sollten das jetzt erstmal probieren. Und wenn es noch nicht klappt, wissen wir zumindest, dass es noch nicht klappt. Und dann können wir später wieder kommen. Oh, ich bin ein bisschen angespannt, ne? Er läuft nicht, warum läuft er nicht? Da ist nichts zu holen. Habt ihr das Portal eigentlich auch gesehen? Schaut mal, da ist ein Portal. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht können wir dort schon irgendwo den Fokus reintun. Ich würde jetzt schlafen gehen, weil wir haben ja die Möglichkeit. Dann würde ich halt versuchen, möglichst wenig Essen zu verbrauchen und möglichst oft schlafen zu gehen. Dann gehe ich jetzt schnell schlafen und wir sehen uns in dem Tempel wieder. Kurz in Fleisch und dann nichts zu plündern. War jetzt nicht die spannendste Variante, aber hat trotzdem ganz gut funktioniert. Ein Trank und eine Heilpflanze. Und hier oben können wir, denke ich, den Fokus reintun. Also dort auf dieses Podest. Weit kommt man denn irgendwie durch das Portal ja nicht. Aber ist vielleicht auch einfach zur Demonstration. So. Guck mal. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Kannst du mir deine... Ich kann dir zeigen, wie du...
Magische Kraft erhöhen. Ja, okay. Das brauchen wir ja nicht. Aber vielleicht irgendwie so Runenzeug oder sowas? Saturas? Kannst du mir was beibringen? Oder Alchemie? Hey. Wäre vielleicht auch mal ganz praktisch. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Wegen Raven. Hast du etwas Neues? Bisher noch nicht. Ja, okay. Adanos. Das bringt mir auch nichts bei. Zu Hause konnten wir ihn ja noch fragen, aber hier leider nicht mehr. Das sind wahrscheinlich dann eher die anderen dafür verantwortlich, mir irgendwas beizubringen. So, wir sind jetzt schon bei Tag 37. So, und in real life, wie lange spiele ich schon Gothic 2? Ich glaube vor einem Jahr ungefähr, oder? Ja, fast genau vor einem Jahr. Also wenn das bei euch dann kommt, sind es glaube ich nur wenige Tage tatsächlich. Das ist schon krass, oder? Wie viele Tage? 37 Tage in-game und fast 365 Tage in real life. Okay, was war das? Oh! Ich habe gerade gedacht, das kommt irgendwie von irgendwo anders. Aber der meinte tatsächlich mich. Oder? Meinte er mich? Okay. Er kommt nicht hoch. Oh, es sind zwei. Ich habe noch einen zweiten gesehen. Kommt bestimmt gleich wieder. Nein? Ist ja lustig. Oh, noch ein Treffer. Oh, jetzt läuft sie hoch. Nein, das ist mein Loot.
Ein Mistvieh weniger. Die erste haben wir schon erledigt. Jetzt nicht im Nahkampf. Runtergefallen. Okay. Jetzt dort hinten noch eine. Und dann will ich auch einfach mal mit meinem Irrlicht hier durchgehen. Oh, das sind zwei. Kommen beide? Nein. Kommt eins? Nein. Eins kommt. Kommt eins. Schauen wir nicht. Ich schaue mich hier oben nochmal um. Und hole mal mein Licht raus. Such mir alles. Sucht er schon? Such mir. Muss ich ihm jedes Mal sagen, dass er was suchen soll? Oder meint er schon, dass er was gefunden hat? Aber da ist doch gar nichts mehr. Ich hol's auch mal raus. Such mir. Such mir. Hat er etwas? Okay, er folgt mir nur. Aber jetzt macht er zumindest etwas. Jetzt steht er nicht nur an einem Punkt, obwohl hier auch ganz viele Pflanzen und so sind. Also wahrscheinlich war das einfach ein Fehler, dass er da die ganze Zeit stand. So, ist hier noch etwas? Das ist nur eine Heilpflanze.
Oder es kann natürlich auch sein, dass er eine Sache sucht und dann mir einfach wieder folgt. Nee, jetzt steht er aber an einem Platz zumindest. Okay. Hat hier Heilkraut gefunden. Gut. Ah, und jetzt kommt er auch wieder mit. Gut. So passt das doch super. Ja, die scheinen ja nicht so richtig stark zu sein. Ja, okay. Bisschen wie Feldräuber. Ich glaube, ich beende jetzt auch die Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns dann hier weiter um. Und gehen, glaube ich, obwohl wir erst in diese Richtung sollen, gehen wir, glaube ich, kurz in diese, nur um zu gucken, ob da irgendetwas ist, was wir uns erstmal angucken können. Und dann die andere, denke ich. Also dann gehen wir dort lang und gucken, drehen mal mit dem Banditen, nee, mit dem Piraten. Dem Jack heißt er, oder? Jack. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!